Hallo, hier ist Nahani bei Yagalu und wir machen A bis Z. Wir fangen an mit A. Aerosmith, weil Steven Tyler ist für mich die geilste Drecksau, die es auf der Welt gibt. Gut, nächster Buchstabe. B, wie Brustwarzenpiercing. Nach meiner Geschlechtsumwandlung möchte ich unbedingt an diesen Punkt kommen, weil ich das einfach schick finde bei so einem Bustier, wenn man die drüber hängen lassen kann. C, bitte sehr. Nix? Das fällt mal raus, oder? Okay? Nix. Okay. C wie Clitoris-Piercing. Nach meiner Geschlechtsumwandlung möchte ich gerne ein Clitoris-Piercing haben, weil ich das schon immer haben wollte. D. Dauerwelle. Also wenn ich wieder Geld habe, kommen wieder Haare drauf. Und dann mit Dauerwelle, weil Dauerwelle war cool in der 80er. E wie Erektion. Also bei mir klappt das noch ganz gut. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. Also ich hätte gern Erektionspiercing, weil ich dann nach meiner Geschlechtsumwandlung dann einfach auch das noch haben möchte. Dann F. Freiheit. War früher immer das Schlagwort. Heute heißt es Freiheit. G. G wie geil, weil Nahani ziemlich geil ist. In der Musik kommt jetzt A. Kann ich wieder von vorne anfangen? Also H wie Hund. Wir sind große Liebhaber von Hunden und wir verbringen einen großen Teil unserer Freizeit mit Hunden. I. Da weiß der was. I wie Internet. Ich weiß, wir sind jetzt zwar gerade hier auf einem Internet-TV, aber ich hätte gerne mal noch mal die Zeit ohne Internet erlebt. J. Das ist mein Nachname. Ich heiße Janser mit dem Nachnamen und das muss unbedingt erwähnt sein. K. Ich heiße Kniere mit Nachnamen und das muss unbedingt erwähnt sein. L. Oh, leck mich, ey. Ich habe keine Ahnung. Ja. L. Da kenne ich jemanden, der heißt. Nee, M. Ja. Ich heiße Marian mit Vornamen und ich finde, das muss unbedingt erwähnt sein. N. Wie Nordpol, weil es der liebste Pol nach dem Südpol ist, bei dem ich unbedingt auch mal sein möchte. Oh. Ich bin der Oliver. Also klassisch mit O. Aber du darfst P machen. Ja, super. Pennet. Ja, sag bitte was zu Penetration. Ja, also es wird mal wieder Zeit. Q. Das ist ein Quatschbuchstabe, oder? Aber R hinten dran finde ich gut. Ja, R ist gut. R wie Rush. Eine unserer Lieblingsbands, die wir bei jeder Gelegenheit erwähnen. Grüßen. Und auch, also auch heute. Nächste Buchstabe. Ich weiß, das fordert dich jetzt echt. Ja, S. Wie schnell, weil es nur 6 Stunden sind, bis wir wieder in das schöne Südpfalz sind. Genau. T ist geil. Also da gab es mal Thin Lizzy, weil das sind auch so, ist eine unserer Favorite Bands, weil einfach geil. S-T-U. In Stillstunden habe ich früher als Uhu geschnüffelt und ich kann mich ganz dunkel daran erinnern, dass es gar nicht so übel war. V. Das, wo man nicht sagen darf, aber verdammt, ich denke dran. W. Da, wo wir wohnen, gibt es einen Haufen Bäume, wir sagen Wald dazu und in dem bewegen wir uns häufig.
Hinter oder vorder? Vorder. Wald. X. 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 Felix. Ah. Das war gut. Y. Puh. Yamaha. Kriegt man auch kaputt gefahren. Bayakalu. Genau. Z wie Zeit, weil sie unheimlich schnell vorübergeht, die Zeit, und man sie nicht wieder herholen kann.